Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers, Hunt for the Decepticons, Seaspray. Seaspray ist ein sehr schönes Modell, was mal einen sehr ausgefallenen alternativen Modus hat. Hier ein Hovercraft gehalten in einer grau-blauen Farbe für das Hoverkissen. Weiß an sich für das Cockpit, blaue durchsichtige Scheiben, auch die Projektile sind in blau. Die Propeller sind in Gold gehalten, sind auch richtig drehbar, was ich halt auch sehr interessant finde. Das heißt, man hat hier innen drin richtig kleine Propeller. Die Propeller sind jeweils auch drehbar, dass man darstellen kann, dass er quasi einmal sich dreht, was auch sehr schön ist. Man kann auch die Rotoren nach innen klappen, um es ein bisschen, ja, bisschen windschnittiger zu halten. Was ich sehr schön finde an dieser Figur ist, dass sie die Scout-Class-Figuren quasi alle transportieren kann. Was ich auch sehr cool finde, zeigt mal wieder oder spiegelt wieder diesen Transportmodus. Was ich sehr cool finde, die Figur wird mit zwei Waffen geliefert, die oben montierbar sind. Das sind einmal diese Waffen. Vorne mit einer durchsichtigen, harpunenartigen Rakete. Die sind natürlich auch abschießbar mit diesem kleinen Hebel hier an der Seite, auch sehr praktisch. Die Figur wird ansonsten noch mit sehr vielen Details geliefert. Hier C.S.P. Ray. Was ja eigentlich C-Special Ray bedeutet. Allerdings bildet diese Abkürzung auch gleichzeitig seinen Namen. C-Spray. Was ich halt ziemlich cool finde. Oben, man sieht, er ist ein Autobot. Silberne Treppenaufgänge vorne. Auch nochmal Silber an den Kufen quasi. Unten drunter sieht man jetzt nichts groß, dass es zum Roboter wird. Was ich auch sehr cool finde. Die Transformation ist etwas schwerer. Liegt aber vielleicht daran, weil die Gelenke bei mir sehr schwer zu bedienen sind. Aber das zeige ich euch gleich. So, zur Verwandlung. Bevor wir zur Verwandlung kommen, noch einmal zum Transportmodus. Wie gesagt, die Figuren lassen sich sehr gut daraufhin abstützen. Was ich cool finde ist, falls die Figur nicht passen sollte, könnt ihr hier unten noch einmal eine Verlängerung ausklappen. Und dann passt die Figur definitiv vollständig hier oben drauf. Ich habe es ausprobiert mit allen Scout-Figuren. Es passt alles, wie gesagt, sehr bündig, was ich sehr cool finde. So, und kommen wir jetzt einfach mal, wie gesagt, zur Verwandlung. Die Verwandlung ist relativ simpel. Wir lösen einmal hier hinten erst einmal die Arme komplett heraus. Klappen dieses ganze Teil nach oben erst einmal. Ich klappe jetzt einfach mal die Propeller nach innen. So, anschließend klappen wir hier vorne einmal das auseinander, das sind die Füße, so, klappen das jetzt einmal nach außen, so, geht's ein bisschen skurril aus, aber ja, so ist es richtig. Dann drehen wir die Figur einmal rum, klappen hier unten die Hüfte einmal komplett herum, dann drehen wir die Beine nach unten, so, drehen sie komplett nach unten, drehen dies nach vorne, so, dann werden die Knie einmal komplett rumgedreht, so, und jetzt sind theoretisch schon die Füße einmal fertig. Jetzt rasten wir hier unten dieses Teil komplett hier vorne ein, bis es knackt. Anschließend drehen wir hier hinten, wie gesagt, die Arme, die wir vorhin gelöst haben, einmal komplett nach unten. Drehen hier an der Seite diese Teile einmal nach innen komplett. Dadurch werden quasi hier die Kufen quasi über die Fahrzeugdroschen einmal komplett bedeckt. So, anschließend teilen wir hier oben diese Schultern einmal komplett in der Mitte. So, sind hier mit jeweils zwei und hier mit einem Pack miteinander verbunden, die ineinander greifen. Jetzt drehen wir einmal die Arme herum. So. Jetzt
gleiche hier. Einmal nach unten und einmal den Arm so nach vorne drehen. Man sieht jetzt hier schön den Kopf. Jetzt drehen wir die Führarme nochmal rum. Hier unten sehen wir jetzt so ein kleines Viereck und hier oben dieses viereckige Loch. Das wird miteinander verbunden, wird einmal hier reingedrückt, dass es quasi miteinander sich bündig verschließt. Der Vorteil dadurch ist, dass automatisch die Hüfte auch bombenfest sitzt und kann nicht mehr rausklappen. So, dann drehen wir einmal hier dieses Rückteil nach hinten, klappen das jetzt einmal nach oben. So, aber bevor wir das oben festmachen, hier in diesem Schlitz, klappen wir jetzt einmal hier die Schulterpaneele einmal komplett rum, dass die bündig hier mit abschließen. Anschließend, wie gesagt, drücken wir noch nicht. Ich habe was vergessen. Ihr müsst hier diese Rücklade, die Verlängerung quasi, einmal nach unten drehen. So. Wenn die unten bündig festsitzt, könnt ihr das auch einmal frei rumdrehen, ohne dass was passiert. Dann dreht ihr hier die Turbinen nach hinten und drückt das Schulterpad einmal komplett hinein. So, und da haben wir auch schon Seaspray im Robotermodus. Ziemlich coole Figur. Das Schöne an dieser Figur ist, sie ist ein Taucher. Ein Boot, was sich in einen Tauchroboter verwandelt. Das heißt, man sieht eindeutig, dass hier die Autobots sehr viel Wert auf Spezialisten auf verschiedenen Gebieten, egal zu Land, zu Wasser und zu Luft haben. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Die Harpunen, die wir jetzt hier haben, können wir jetzt einmal hier unten am Arm befestigen. Hier unten ist ein kleines Loch, da wird die Waffe quasi hineingesteckt. Das ist auch die gleiche Halterung, wie die Waffen quasi auch im Fahrzeugmodus befestigt werden. Ihr könnt aber auch die Waffen ihm in die Hand geben. Das ist natürlich auch möglich. So. So kann er sie auch in die Hand nehmen. Ich bevorzuge es allerdings, wenn sie unter den Armen quasi angesteckt sind. So, diese Figur hat ein paar kleine Gimmicks, wie ich sie vorhin schon erwähnt habe. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Ansonsten von der Bewaffnung her, man sieht es auch auf der Packung, das zeige ich euch gleich nochmal, könnt ihr quasi die Turbinen nach oben drehen. Das ist dann quasi wie so eine Art Wirbelkanone, die quasi die Gegner unter Wasser dann eben wegwirbelt. So, wie gesagt, die Arme drehen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und jetzt zeige ich euch das Gimmick, was in den Beinen versteckt ist. Ihr dreht dazu hier hinten die Rückseite einmal komplett nach hinten. Dadurch werden die Beine quasi richtig lose und ihr könnt sie richtig anwinkeln, was vorher nicht funktioniert. So, und jetzt winkeln wir die einmal komplett so an, als wenn er schwimmt. Und das wird dadurch nochmal verdeutlicht, dass wir dieses Gimmick ausklappen. Kleine Tauchflossen. Ich finde es einfach nur genial. Ein Autobot, der wirklich unten diese Tauchflossen hat. Und dadurch dann, wie gesagt, zeigt, dass er auch ein Taucher ist. Einfach nur genial, die Idee. Gefällt mir. Die Figur, wie gesagt, ist so jetzt komplett verwandelt. Was auch das Schöne ist, wenn ihr hinten diese Beine komplett löst, ihr könnt auch die Beine seitlich dann drehen und dadurch natürlich bessere Posen hinbekommen. So. Ihr seht jetzt, die Figur hat die Schwimmflossen und steht dementsprechend natürlich auch sehr locker jetzt auf den Beinen und trotzdem ziemlich standfest. So. Schauen wir uns mal die Details an. Die Figur hat auch die blauen Schwimmflossen in dem gleichen Blau wie quasi an den Beinen selbst. Weiße Füße mit blauen angemalten Details. Goldene Füße oder wie gesagt Unterbeine. So sieht man es besser. Die Details sind auch sehr schön ausgearbeitet. Die Figur, wenn sie mal nicht umfällt. So, ja, da hätte ich gerne mehrere Arme. So, die Figur an sich, wie gesagt, hat silberne Knie. Finde ich auch sehr schön umgesetzt. Man sieht hier die Räder von dem Fahrzeugmodus. Ansonsten die oberen Schenkel
quasi von dem Roboter. Hier oben wie Decoy Launcher, finde ich auch sehr interessant. Die Hüfte, schwer gepanzert, Gold mit Weiß, vorne mit einer silbernen Verzierung. Der Brustkorb ist natürlich die Fahrerkabine, wie es meistens ja bei den Transformers der Fall ist. Finde ich allerdings hier ziemlich cool, dass die Scheiben quasi wie so eine Art Panzerplatten bilden. Finde ich sehr schön. Und vorne sehen wir natürlich das Autobot-Logo wie eine Art Orden aufgeprangert auf der Brust und der Name Seaspray. Man sieht natürlich zu den Schwimmflossen, der Kopf ist wie eine Tauchermaske gehalten. Auch sehr cool gemacht. Man sieht die Schläuche, die quasi von hinter dem Kopf hervorkommen und vorne die Maske, die er im Mund hat. Man sieht auch hier hinten sehr schön jetzt das durchsichtige Lightpiping, was er hat. Das ist ein kompletter Visor quasi. Und ansonsten, der Kopf ist in Schwarz gehalten, die Schläuche sind in Silber. Die Maske ist in Gold gehalten, auch mit einem blauen durchsichtigen Fenster und hier oben mit dunkelblauer Bemalung. Der Kopf lässt sich zur Seite komplett drehen und nach oben winkeln. Nach oben winkeln deswegen, weil er halt im Schwimmmodus quasi ist und dann als wenn er schwimmen würde, wirken auch soll. Das Problem ist natürlich hier, es ist nur ein ganz normales Drehgelenk mit einem kleinen Scharnier drin. Es ist kein Kugelgelenk, das muss man eindeutig dazu sagen. So, man sieht jetzt hier hinten auch schön von den Backpacks, was quasi wie so eine Art Taucherflaschen darstellen soll. Richtig schön die Ventile, was auch ein sehr schönes Detail ist. Die Schultern, finde ich, sind sehr passend gestaltet, gehen sehr flüssig in die Figur über. Die Arme sind sehr schlicht gehalten, die Ellenbogen sind blau, goldene Unterarme mit einem blauen Schutz und dann halt den Händen. Und die Hände können nur ganz leicht nur gedreht werden, sind leider sehr eingeschränkt. Ihr seht, weiter lässt sie sich nicht bewegen. Ja, die Beine an sich, kommen wir jetzt mal dazu, lassen sich nach oben winkeln und natürlich auch noch die Kniegelenke passend betätigen. So, und von der Bewegung unten der Füße, das habe ich vorhin schon gesagt, ihr könnt sie seitlich anwinkeln, nach oben oder nach unten winkeln. Nach oben allerdings nur, ja, sehr gering. Ich klappe jetzt einfach mal die Füße ein, die Schwimmflossen besser gesagt. Ihr seht es hier, ist alles sehr schön bündig. Wenn ihr natürlich den Fuß wieder hochklappt, könnt ihr hier natürlich alles auch wieder bündig miteinander verschließen. So, die Figur hat die Beine so gewinkelt wie ein Storchenmodus. Man sieht es hier, wie eine 4 so in etwa. Sehr interessant bei dieser Figur, finde ich. Gerade weil es ein Taucher ist. Es ist ein interessantes Feature, quasi diese Vogelbeine an den Schwimmflossen dran zu haben. Man kann sich vorstellen, was er für eine Wucht beim Schwimmen hat. Ja, die Arme, wie gesagt, lassen sich nach oben drehen. Hier ist einmal das Ellenbogenscharnier drin. Das untere Ellenbogenscharnier lässt sich leider nicht nochmal nach oben zusätzlich klappen. Es lässt sich nur höchstens nach unten anwinkeln wegen der Transformation. Aber ansonsten, ihr seht, die Arme können nur nach oben gewinkelt werden. Natürlich hat es noch ein seitliches Scharnier, die Figur, und dann könnt ihr noch den Arm nach oben und nach unten drehen. Das war es eigentlich auch schon. Ein Hüftgelenk hat es nicht. Und ja, das war Seaspray. Ich zeige euch noch einmal kurz zum Abschluss die Verpackung. Die Verpackung ist auch sehr interessant gehalten. Natürlich wieder im typischen Design. Oben, upsala, Kamera fällt nicht um. Oben der Robotermodus, ganz normal mit den Waffen. Das sind die Double Harpoon Launchers. Und unten ganz normal der Fahrzeugmodus. Und natürlich steht es hier auch nochmal der Hinweis, fast alle Scout-Fahrzeuge, in Klammern separat erhältlich, passen in ihn quasi hinten hinein. Finde ich auch ziemlich cool gemacht. Und das ist quasi einmal die Verdeutlichung, dass er ein Transportfahrzeug ist für den Wasserweg. Finde ich cool. Auf jeden Fall gefällt es mir sehr. An der Seite sieht man nochmal den Night Ops Ratchet in schwarz. Und ansonsten an der Seite noch den Waffenlauncher. Vorne richtig schön nochmal im Fahrzeugmodus.
Diesmal natürlich nicht der Kopf des Roboters, finde ich ziemlich gut gemacht. Und an der Seite das Hunt for Decepticons Logo. Und der Name ist Seaspray, Autobot natürlich. Und an der Seite ein richtig schönes Artwork nochmal von ihm. Und unten natürlich noch ein kleiner Text. Seaspray schießt aus dem Wasser und lässt Crankstart keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Finde ich sehr interessant, dass hier natürlich ein bestimmter Feind quasi für ihn klassifiziert wird, der dann auch extra natürlich nochmal mit dazu steht. Finde ich ganz schön gemacht und ja, hat was. Seaspray ist aus der Voyager Größenordnung der Transformers. Und ja, für mich finde ich persönlich eine Figur, die sich auf jeden Fall gelohnt hat vom Kauf. Es ist mal eine kleine Abwechslung zu den ganzen Autos und zu den ganzen Flugzeugen. Ja, auf jeden Fall, das war mein Review für Seaspray für heute und wir sehen uns bei meinen nächsten Reviews. Allgemein kann ich noch ganz kurz mit ins Boot werfen. Haha, schöne Anspielung. Fahrzeugmodus, volle 10 von 10 Punkten, Robotermodus, volle 10 von 10 Punkten, eine Figur, die mir absolut gefällt. Ja, das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Rex4.